Sie sind hier, 20. Dezember 2018, 15.53 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Frank Arnesen war von 2011 bis 2013 Sportvorstand des HSV. Urheberrecht Getty Images. Frank Arnesen heuert in Anderlecht an. Beim belgischen Rekordmeister übernimmt der Ex-Sportchef des HSV den Posten des technischen Direktors. Frank Arnesen wird neuer technischer Direktor bei RSC Anderlecht. Wie der belgische Rekordmeister mitteilte, tritt der ehemalige Sportchef und Interimstrainer des Hamburger SV seinen Posten am 3. Januar an. Damit kehrt der Däne, der schon zwischen 1983 und 1985 bei den Veilchen spielte, nach 33 Jahren zu dem Traditionsklub aus Brüssel zurück. Ich bin stolz darauf, dass ich Frank Arnesen als unseren neuen technischen Direktor vorstellen kann, sagte Sportdirektor Michael Verschüren. Er kennt unseren Club und hat bei Topclubs wie PSV, Tottenham und Chelsea viele Erfahrungen sammeln können. Für den RSCA ist er ein großer Mehrwert. Arnesen freut sich über seine neue Aufgabe. Es ist mir als ehemaliger Spieler eine Ehre, schon bald ein Teil der Zukunft dieses Vereins zu sein. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.